Grüßt euch zusammen und hallo zur nächsten Folge, zur nächsten Episode von Tomb Raider. Mit ja, ganz viel Rätselspaß. Wir sind ja im überfluteten Gewölbe das letzte Mal hängen geblieben. An diesem kleinen Lightning-Rätsel oder Lichträtsel oder Stromrätsel oder wie auch immer. Und nein, ich habe im Internet nicht nachgeguckt, wie es funktioniert. Deswegen schauen wir mal und rätseln einfach noch mal ein bisschen, was man hier machen könnte. Denn da oben müssen wir hin. Und die Treppe, ich dachte erst, dass wir dafür ganz nach da hinten müssten. Müssen wir aber nicht. Denn die Treppe dafür ist dort. Und jetzt kann ich nämlich hier... Zack. Wie es aussieht, ist das Licht das Problem. Das Licht ist das Problem. Hä? Wie meinen? Was meint sie denn mit, das Licht ist das Problem? Okay, dann muss ich doch nochmal dahin auf die Seite und mir das angucken. Ich habe gerade Angst, dass mir die Pfeile langsam sicher ausgehen. Müsste reichen, ja. Weil das komisch ist, nämlich jedes Mal, wenn ich das Ding irgendwie ausschieße, beziehungsweise hier oben das hier runterhole, dann ist diese Tonne da hinten irgendwie heller geworden. Wenn sie jetzt schon sagt, das Licht ist das Problem. Oder ist es mal wieder irgendwas, weiß ich nicht, raff. Das kann natürlich auch sein. Das möchte ich nicht bestreiten. Oder meint sie das Licht hier oben? Da sprühen ordentlich die Funken. Einfach mal anvisieren. Also da zeigt sich auch nichts an. Ja. Ich habe irgendwo anders irgendwie ein Item vergessen. Das kann natürlich auch sein. Okay, mir wird angezeigt das Floß, dieses Stromding, dann das Ding zum Stromding hochziehen und ganz hinten die, Treppe, dass ich dorthin muss. Ich muss irgendwie sicher über das Wasser kommen. Ja, wie man sicher über das Wasser kommt, das haben wir schon rausgefunden, aber leider... Ach, jetzt habe ich... Oh, ich bin so eine Hohlbratze. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Man muss das Floß unter dieses Stromding ziehen, damit das Stromding nicht wieder im Wasser landet. Ja. Garantiert. Das war auch das Licht, was ich gesehen habe, was so hell war. Ach ja, manchmal ist es... Manchmal.
kann ich hier hübsch, hübsch überall meinen Freischwimmer machen. Und auch hier hinten endlich die Treppe hochgehen. Kniffliger Tempel, muss man schon sagen, aber macht Laune. Diesmal passen wir aber auf, was wir einsammeln. Grab durchsucht, Waffenmodifizierung verfügbar. Na gut, und lauter neue Positionen auf der Karte. Dann gucken wir uns das doch am Lagerfeuer gleich mal an. Neun Punkte. So, Bogen war, glaube ich, fertig, oder? Ne, eins noch. Napalmpfeile. Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag was ein großflächiges Feuer frei. Hört sich eigentlich nicht so schlecht an, ne? Ist das die Waffenmodifikation, die gemeint war? Schauen wir mal. Hier haben wir volle Drossel. Fügt einen alternativen Feuermodus hinzu, mit welchem eine größere Reichweite erzielt wird. Ja, hört sich jetzt auch nicht verkehrt an. Was haben wir noch? Sturmgewehr. Da haben wir tatsächlich alles. Ja. So, die Handfeuerwaffe. Oh, bei der Handfeuerwaffe fehlt noch einiges. Aber da fehlen uns wahrscheinlich auch die Punkte für. Nee. Magazinschacht. Magazin ist leichter einzulegen, wodurch die Nachladezeit verringert wird. Okay. Schnellfeuermodus. Okay, ergonomischer Griff. Okay. Nee, ich bleib. Ah, was ist das? Schalldämpfer. Aha. Schüsse werden schallgedämpft und ihr Schaden damit leicht verringert. Drücken Sie die nach unten, um Schalldämpferschüsse auszuwählen. Schalldämpfer wäre natürlich geschmeidig. Aber das kriege ich mit Pfeil und Bogen auch hin. Nee, okay. Dann nehmen wir Pfeil und Bogen. Und Napalm. Napalmpfeile. Yes. Okay. Dann wieder raus hier und weiter zu Alex, würde ich sagen. Ich mich da draußen wieder zurechtfinden, weil das war ja komplizierter als kompliziert. Aber noch keine bösen Buben gesehen. Das ist fast schon verwunderlich. Beziehungsweise eher verdächtig. Doch, ich dachte, da wo ich gerade hingeschaut habe, von dort wäre ich gekommen. Moment. So, hier jetzt lang. Okay, hier wieder raus. Hier runter. Ah, ich kann hier schon runter. Okay. Hier ist doch schon das geheime Grab, oder? Ich verstehe es gerade nicht, aber den Sprung nochmal. Okay, ich war einfach nur zu weit weg. Ich war einfach nur zu weit weg. Lauf mich jetzt hier auch noch, sag mal.
Wir müssen dem kleinen Pfeil folgen. So. Erreiche das Wrack der Endurance. Okay, weiter geht's. Und hier ist es viel zu ruhig, ich sag's euch. Dahin? Ja, warum nicht? Hopp. Ah, und da oben ist auch gleich eine Kiste und da unten ist, glaube ich, ein Tagebuch, wenn ich es richtig gesehen habe. Bling. Bingo. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe, kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Das ist ein älteres Tagebuch. Okay. Wird hier alles immer mysteriöser. Ich sage euch. Okay, da geht's lang. Ah, das ist schon wieder so. Ah, okay. Jetzt hier ausprobieren. Napalm. Napalm? Oh ja, Napalm. Ach so, kann ich gar nicht. Das Feuer. Ach so, das ist dann automatisch dabei, oder was? Schmelz es nieder. Warte. Na gut, dann scheint es für den Compound-Bogen wohl noch ein anderes Update zu geben. Was mir noch fehlt. So, Bunker an der Klippe. Ich dachte halt, Napalm, heiß und sowas. Könnte man halt den Stahl wegschmelzen, aber ne? Falsch gedacht. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Okay. Wer schlachtet sie aus? Ach, die Piraten hier, oder was? Da. Oh, Schätzelein. Muss schon ein bisschen mitarbeiten hier, ne? Frau Croft. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Also auch Netz hier mit Stacheldraht und so, ne? Oder sogar mit einer Kanone. Also mir kann keiner erzählen, dass hier das mal eine Forschungsanlage war. Guck dir die riesen Bleipuste an. Das ist eine Militärbasis gewesen. Das Ding verschießen war richtig dicke Mumpeln. Ach nö. So laut. Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht.
So, da hinten sehe ich noch ein Flackern. Da arbeitet wahrscheinlich noch einer. Ach komm, warum ballert ihr denn jetzt? Das Ding ist durch Zufall darunter gefallen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Wow, 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 wow. Okay, das mit dem Ausweichen und dann direkt... einen Angriff hinterher, das müssen wir noch üben. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf. Nee, jetzt zieht er noch nicht rauf. Warte erstmal, müssen wir doch noch was erledigen. Falscher Knopf. Shit. Da. Exakt. Ah. Hat aber auch mit dieser Molotow. Scheiße hier. Ach, Mist. Jedes Mal dasselbe. Hat so gut angefangen. Ja, genau, mittendrin. Hallo, Deckung. Ah. Ja, ist aber nur eine Fleischwunde. Doch. Okay, hier hätte ich wahrscheinlich jetzt diesen Move machen können, ausweichen und dann der großen Wumme drauf. Was, er schießt auf uns, ihr schießt ja auch auf mich. Ich ja wohl werden dürfen, wa? Okay, irgendwie funktioniert das nicht. Okay, bereitet euch schon mal drauf vor, dieser Kampf könnte dezent länger dauern, glaube ich. Irgendwie will das nicht so richtig, wie ich das gerne hätte. Komm halt immer gleich mit dem scheiß Motorflotter jetzt. Als Explosive oder was? Guck mal wieder runter. Ich mach dich fertig. Ich komm und hol dich. Overview. Jetzt bist du da. Ach. Die Außenseiterin ist tot. Es hat immer so gut funktioniert mit dem Kämpfen. Aber jetzt ist der Wurm drin. Ah.
Doch, doch. Was, du lebst immer noch? Ey, hier mit Sneaky und so, kann der gerade mal haken, Jungs. Verdammt. Durchatmen und weiter geht's. Nein. So, komm, steck's Köpfchen raus. Ah, stört mir. Sag ich doch. Boah, einer mit Schild. Ich hasse Leute mit Schild. Tja. Hättest du nicht mitgerechnet, wa? Okay, Lara ist entspannt. Hier hinten blinkt was, das macht mich schon die ganze Zeit weich. So, Gear Cage. Jetzt mal hier ein bisschen was einsammeln. Ja, vielleicht hätte ich mich beim Kampf auch einfach ein bisschen mehr bewegen müssen, um dann hier dementsprechend auch Munition und sowas einzusammeln. Aber ich bin ja noch die unerfahrene Lara Croft und lerne ja noch. Ah, okay. Liegt ja alles voll mit Munition. Da liegt ein Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Danke doch, Militärbasis. Sag ich gar nicht mal so falsch. Okay, bin ich jetzt wieder voll? Ich hoffe es. Wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Drecksack. Oh, sogar mit Scheinwerfer. Seid ihr jetzt neuerdings feierfest oder was ist da los da oben? Einer fehlt, glaube ich, noch. Mit Stöckchen in der Hand. Und feuerfester Kleidung. So nicht, mein Freund. Schwarze Witwe, okay. Boah, wo kommt ihr denn jetzt her? Hallo? Von hinten, das ist echt fies. War gut zu wissen. Ah, die müssen dann von da oben irgendwo kommen, oder?
Okay, da haut jetzt einer ab. Mist. Waffe leer. Also jetzt wird es langsam echt ein bisschen übel. Ich dachte wirklich, so also Abenteuer und Co. würde hier im Vordergrund stehen, aber das wird irgendwie immer mehr ein Gemetzel. Das war ein echt böses Gemetzel. Ach so, die ist leer und deswegen. Ach Mist. Wo ist sie? Was ist hier? Bin noch da. Guck schon so verdächtig darüber. Volltreffer. Jetzt warte ich nur, dass der andere hier mit seiner großen Wumme auftaucht. Ach, hör drauf. Das ist auch schon. Oder? Gerade nicht gesehen. Autsch. Deswegen lag hier auch die ganze Munition rum. Au. Blöder Drecksack, los, komm her. Ist wieder entspannt. Dürfen uns noch nicht, wie wir jetzt gelernt haben, zu sehr drauf verlassen. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Fragt sich nur für wie lange. Ja, ich bin der Eindringling, so viel ist klar, aber wo seid ihr? Hör ich nämlich nicht. Voll. Da lang oder was? Okay, verstehe. Dann kommen garantiert jetzt auch gleich wieder welche von hinten. Beziehungsweise die halbe Deckung wegschießen. Ich aufpassen, okay. Dynamit, hört doch mal auf. Schade, passiert nichts. Okay. Ach, ihr mit eurem Sprengstoff andauernd. So geht man nicht mit einer Dame um, du Rüpel. Ja,
steht dir recht. Okay, sie zückt den Bogen schon wieder. Ah, noch ein Teil für die Schrotflinte, sehr schön. Wow. Ist doch vorhin schon erledigt. Mich trotzdem, wo Alex ist und wie der das hier alles so gemeistert hat. Weil rein technisch gesehen müsste der hier auch durch. Vermute ich jetzt einfach mal. Los, hoch da. Oh, nee, nee. Oh, ganz runter. Super. Wir haben sonst nichts zu tun, als zu klettern, wa? Naja, können wir ein bisschen Stuff und Munition sammeln. Hat ja alles seine Vor- und Nachteile, wir wollen ja nicht meckern. Tür als Sprungchance. Chance. Noch abgefahren. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Geht doch. Hier schon wieder sowas. Was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Erst ein bisschen Stuff zusammensammeln. Nee, da geht's. Nee, da geht's nur abwärts. Jetzt hier zwar auch, aber. Ah, jetzt raff ich das. Okay. Das kann man dann runterziehen. Das fällt in das Ding da rein. Alles klar. Neues Lager, Endurance, Ansicht. Geprägt im Jahr Meiji 6. Also 1873. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht... Wer weiß. So, war hier nicht irgendwo... Ah, da drüben war ein Feuer. Genau, dann machen wir nämlich heute auch Schluss. Aber erst lesen wir noch ein Tagebuch. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber. Aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Hey. Deswegen hat er gesagt, soll nicht hinkommen, weil der jetzt sein Leben riskiert, damit er bei mir Eindruck schinden kann. Weil ich kann es verstehen, ich würde bei Lara auch gerne Eindruck schinden, aber... Naja. Okay, ab ans Lagerfeuer. Okay, den Fähigkeitspunkt verteilen wir noch. Und dann machen wir Feierabend für heute. Nee, eigentlich wollte ich dahin.
hier das letzte Ausweichkillmeister. Greifen Sie nach einem Ausweichmanöver an, sind Sie noch tödlicher und können nahezu jeden Feind ausschalten. Ja. Wie wir eben gesehen haben, ist das nicht ganz unnützlich. Und gleich die Trophäe Kluges Mädchen. Sehr schön. Okay, das war's für diese Episode. Ich danke euch wie immer vielmals fürs Zuschauen, fürs Reinschalten. Und wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bye-bye.